Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man bei Google Drive Tabellen diese Tabellen etwas anspruchsvoller gestalten kann, ansprechender gestalten kann mit Füllfarben und mit Rahmen. Ich habe hier einen Tabellenplatz eingerichtet mit der Bezeichnung Absatzzahl und ich werde es hier mal vervollständigen. Ich werde hier eine Summe der hier angegebenen Produktionszahlen, also der verkauften Produkte an und für sich angeben. Ob ich das Gleichzeichen verwende wie das Sum. Für die Summenformel lege hier dann den entsprechenden Wertebereich fest, drücke Enter und habe dann hier die Summe hier festgelegt. Ich kann das hier dann herüberziehen und habe dann hier die Werte in diesem Zusammenhang. Und dann für den Monat Jänner möchte ich das wiederum machen. Mache ich wieder Sum, drücke hier, wähle hier dann diese Funktion aus. Wähle mir dann den Wertebereich aus und habe dann hier für den Monat diese Angabe, ziehe es dann hier herunter und habe dann auch die entsprechenden Angaben dann für den Monat. Und hier kann ich dann verkaufte Anzahl kann ich dann ebenfalls hier dann festlegen mit der entsprechenden Summenformel. Jetzt möchte ich das, wie gesagt, anspruchsvoller gestalten. Und dazu könnte ich jetzt dann zum Beispiel hierher gehen, könnte hier diese Überschrift oder diesen ersten Eintrag hier dann mit einer Farbe versehen und dazu suche ich mir dann eine entsprechende Hintergrundfarbe aus, eine Füllfarbe und dann nehme ich mir dann zum Beispiel so ein Blau, könnte hier dann noch hergehen und könnte das Ganze dann noch fett formatieren, gehe dann hier herüber zum Monat. Wähle mir dann hier vielleicht dann ein etwas dunkleres Grau zum Beispiel. Ja, mit Hinterrecht schauen, ob man da was erkennen kann. Ja, ist schon sehr grau, kann man nicht mehr so viel erkennen, machen wir es ein bisschen heller. Und kann dann hierzu übergehen, dass ich zum Beispiel jetzt dann hier die Summenergebnisse dann wiederum in einer entsprechenden Farbe dann darstelle, entsprechenden Füllfarbe. Wähle mir dann hier zum Beispiel, was nehmen wir denn hier, diese Form von Blau. Und habe das dann hier so angegeben und dann hier vielleicht noch für die Produkte. Und so kann ich dann eben dann die Werte dann versuchen, etwas optisch dann hervorzuheben. Weiters kann ich dann noch arbeiten in Form von Rahmen. Das habe ich hier. Wählen wir dann den entsprechenden Bereich aus. Also könnte ich zum Beispiel hierher gehen. Diesen Ergebnisbereich aus, klickt dann da herein, habt eine Auswahlmöglichkeit von hier überall Ränder in allen Zellen, die ich jetzt hier ausgewählt habe, könnte ich gleich einmal probieren und habt dann dementsprechend dann hier diese Vorhebung, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das hier nehmen wollte und wähle dann hier dann die Möglichkeit aus, dass ich den Rahmen jetzt hier zum Beispiel rechts davon ansetze, habe ich hier dementsprechend dann auch eine entsprechende Markierung, nehme ich dann einen senkrechten Strich, mache das hier dann ebenfalls, also hier wieder eine Trennungsmöglichkeit und kann dann das gleiche hier auch hier machen und habe dann hier dann einen schönen Trennstrich und habe dadurch dann diese Tabelle dementsprechend dann besser vielleicht unterteilt. Und so siehst du, kannst du dir auf diese Art und Weise kannst du selber dann diese einzelnen Punkte dieser Tabelle dann auch dementsprechend dann hervorheben. Ich hoffe, dir geholfen zu haben und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.